neues Spielzeug, meine Damen und Herren. Willkommen zu diesem neuen Video. Spielzeug gucken wir uns natürlich in diesem Video genauer an, genauso wie das nächste Kfz. Das steht nämlich hier hinter unserer Abdeckplane. Wer kennt's noch? BMW ist immer noch Besucher, der soll heute rausgehen. Wir können ja mal ganz kurz schmulen, was unsere Plane hier sagt. Ah doch, schaut mal. Da scheint der Gloss noch rauszugucken, oder? Ja. Vielleicht habe ich schon einen Abnehmer davon. Der Kunde mit dem BMW hat gesagt, Mensch, der hat eh einen Staubehalle immer. Der hat gesagt, wenn du es wirklich partout nicht mehr brauchst, dann nimmt das. Aber na gut, man weiß ja nie. So, und wie wollen wir weitermachen? Ich würde sagen, ein BMW, oder? Macht doch Sinn, oder? Hier ist der nächste 5er BMW und der wird mehrstufig poliert. Bekommt auf der Motorhaube ein Testcoating. Ja, manche Kunden sind sich noch nicht ganz so sicher. Dann können sie es auf der Motorhaube einmal testen. Machen wir. Guck mal, der Sticker hier, der sieht nicht mehr ganz so schick aus. Der ist hier schon komplett so aufgerissen. BMW Syndikat war ich früher auch gewesen mit meinem High-End-Tuning BMW E36 auf E46 Umbau, schon fast, muss man sagen. Genau, aber der soll einmal runter und kommt einmal neu. Können wir in diesem Video mal gemeinsam verkleben. Wer sich nicht sicher ist, wie man sowas verklebt, da werden wir euch dann mitnehmen. Innenraum können wir noch mal kurz reingucken. Ihr seht, das Auto ist eh voller Tau, also Lackzustand gucken wir uns später noch mal an. Ah ja, da liegt er ja schon. Hier seht ihr das, ne? Also wie gesagt, den werden wir dann gemeinsam, würde ich sagen, nach einem Rundgang oder so verkleben. Und hier wird, wie gesagt, Leder gereinigt, Leder einmal komplett eingepflegt und hier einmal komplett mit einem Dampfer durchgearbeitet. Aber insgesamt sieht der hier drinnen schon ganz pfleglich aus. Ansonsten ist der größere Kollege hier mittlerweile auch schon wieder zwischengeparkt. Allerdings kommt er diesmal in die Halle rein. Bootssaison ist leider schon vorbei, aber wir haben sie auf jeden Fall genossen mit Höhen und Tiefen. Die haben wir alle auf Videos festgehalten. Müssen allerdings nur noch geschnippelt werden. Ihr kennt das Spiel hier, wenn Hauptgeschäft ist, dann machen wir natürlich auch Videos ohne Ende und so soll es natürlich auch weiterhin für euch bleiben. Ihr seht's. Das Fahrzeug ist nass, also sprich, wir sehen nicht allzu viel. Wir machen es jetzt allerdings noch nasser. Jetzt geht es nämlich ab zur Wäsche. Für euch ab ins Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ab geht's. Innenraum haben wir komplett fertig gewaschen, ist der Kollege auch schon. Innen haben wir stellenweise ein paar Ledersachen nachgefärbt und das Leder komplett eingepflegt. Den Rest haben wir alles komplett mit dem Dampfer gemacht. Ich kann mich nur immer wieder wiederholen. Es gibt nichts Besseres, gerade ihr braucht keine Chemie mehr wie Scheiben putzen, wie Armaturen reinigen oder sonstige Sachen. Wie gesagt, es gibt nochmal einen Lederreiniger und eine Lederpflege. Das ist das Einzige, was wir noch extern nutzen. Und ab und zu beim Schamponieren von Polstern, wenn da hartnäckige Flecken sind, wird nochmal ein Vorreiniger aufgesprüht. Aber der Rest wird auch alles mit dem Dampfer gemacht. So, in diesem Sinne, außen wird das allerdings nicht poliert mit dem Dampfer und erstmal, bevor wir überhaupt was polieren, schauen wir uns erstmal den Lackzustand an. Ohne Morgentau und frisch gewaschen schauen wir uns den BMW direkt einmal an. Vorab muss man sagen, wer eine dankbare Farbe sucht, genau der Farbton ist es. Wie gesagt, wir haben auf dem Mercedes auch drauf und ich muss sagen, da muss man wirklich schon tiefe Kratzer reinhauen, um sie zu sehen. Aber wir schauen uns den trotzdem nochmal mit der Scan-Grip an. Man sieht, dass wir hier so einen richtigen Schleier oben drauf haben, ein paar Hologramme, eingebrannte Insekten und Co. Gut, das Licht überblendet jetzt so ein bisschen, aber hier sind wirklich einige an Start, aber man sieht sie wirklich kaum, weil die Farbe extrem schluckt. Wenn die Sonne rauftritt, dann kommen diese ganzen Metallic-Partikel raus und so, wie gesagt, ist dieser Anthrazitton auch extrem gut. Klar, so eine tiefen Sachen hier, ne? Die sieht man dann nachher auch ohne Licht, aber das sind nachher auch wirklich Sachen, wo man schon, ne, mit dem Fingernagel richtig hängen bleibt. Ja, gehen wir die Seiten einmal durch, nach unten hin. Wird es dann, wie gesagt, abenteuerlicher. Ich denke mal, da seht ihr das auch hier schon im Licht, diese ganzen Waschswirls, die hier am Start sind. Aber BMW, wir haben jetzt eine gute Reihe gehabt, muss ich sagen, die lassen sich wirklich richtig, richtig schön polieren mit der MaxCut und dem grünen Safe Sheet Pad. Die reagieren in der Regel wirklich genau vom Lack her so, wie man es haben möchte. Kein Sticky Paint und eine schöne Defektkorrektur. Na, hier haben wir einen kleinen Defekt am Spiegel, sehe ich gerade. Ja, aber vielleicht haben wir Glück und kriegen den hier sogar noch rauspoliert. Und die schwarze Leisten sind auch einige am Start und die sind nicht mehr ganz so glänzend. Das wollen wir natürlich komplett ändern, dass man sich danach wieder drin spiegeln kann. Da ist nämlich schon ein bisschen heftigere Beschädigung, ehe man die dann nachher sieht. Ne? Da seht ihr sie schon ohne Licht, aber sieht mir schon fast so aus, als wenn es noch
polierbar wäre. Eckbereich, man hat hier und da immer mal ein paar tiefere Kratzer, wo der Kunde versucht, das was unsanft zu entfernen. Hier sieht man es zum Beispiel, aber auch hier vorne hatte ich gerade so eine Stelle gesehen. Ne? Also das sieht schon fast aus wie Topfschwamm, richtig matt hier. Aber ich denke mal, das sollten wir schon ganz gut poliert bekommen. Und was wir auch auf den oben liegenden Flächen haben, sind ja, Baumablagerungen, Verätzungen. Die sind halt hier überall. Hier ist auch noch Baumharz drauf, das müssen wir auch noch komplett entfernen. Aber auch hier muss man wieder sagen, wenn es ein schwarzes Fahrzeug wäre, würde das viel wilder aussehen. Schaut mal in den Deckenscheinwerfer rein. Da seht ihr, was ich meine. Seht ihr diese ganzen Verätzungspunkte. Hier ist sogar zum Beispiel ein bisschen heftiger oben drauf, ne? Also da müsst ihr, egal welche Farbe, immer drauf achten. Hier unten ist nichts mehr mit Polieren, das muss schon lackiert werden. Aber wenn ich mir den Stoßfänger anschaue, da gucken wir uns mal wieder die Struktur an. Der wurde auf jeden Fall auch schon mal lackiert. Schaut mal aufs warme Licht, ne? Dann seht ihr, dass das von der Struktur so ein bisschen eingefallen ist. Und hier wird das auf jeden Fall deutlich klarer. Soll es nicht stören, wird auf jeden Fall trotzdem poliert. Gehen wir die Seite noch einmal fix durch. Wie gesagt, wenn wir in unteren Bereichen reinschauen, dann hat der auf jeden Fall ordentlich hier Waschstraße drin. Aber das sollten wir auf jeden Fall mit einer mehrstufigen Politur in den Griff bekommen. Guckt mal, der Spiegel, den hat es auf jeden Fall auch hier einmal getroffen. So fix geht's, ist unsere Runde schon wieder komplett. Könnt ihr euch noch erinnern, eingangs des Videos gab es so ein tolles Päckchen, wo ich gesagt habe, da freue ich mich richtig drauf. Ist leider nach hinten losgegangen. Es ist ein absolut tolles Produkt, was ich auf jeden Fall empfehlen werde, aber erst in kommenden Videos. Und da kommen wir mal zu einem Thema, Thema Werbung für Produkte. Ihr merkt schon, ich habe das Ganze fallen lassen und zwar wird hier nichts mehr gezeigt, was nicht mehr meinen Ansprüchen genügt, sagen wir es mal so. Ist das richtig gesagt, oder? Wir wollen das ganze Thema jetzt hier nicht hochpushen und hochkochen und was weiß ich da einen riesen Zirkus drum machen, was nämlich totaler Quatsch ist, weil das Produkt an sich wirklich richtig, richtig gut ist und es hat, macht auch Spaß damit zu arbeiten. Allerdings ist da ein Fehler bei der Produktion passiert, was quasi für Deutschland sehr entscheidend ist, muss man sagen, weil hier lässt sich dann sehr schwer anwenden. Warum, wieso, weshalb, das erfahrt ihr dann in kommenden Videos und ihr werdet auch sehen, um welches Produkt es geht. Da kann man schon sagen, haben die Hersteller ein Glück, wenn wir so eine Sache nämlich vorab noch mal testen, uns bestellen und da noch mal ein Feedback zu geben können, weil das wäre nämlich echt blöd nach hinten losgegangen. Da wären nämlich für den Hersteller, denke ich mal, einige Nachlieferungskosten dann entstanden. Aber wie gesagt, das werdet ihr dann in kommenden Videos sehen. Thema Werbung. Ich habe schon gerade eben gesagt, wir machen keine Werbung mehr für irgendwelche Schrottprodukte, Schrott in Anführungsstrichen. Vielleicht kennt ihr noch das Videoformat Hot oder Schrott, was wir mal gedreht haben. Hat auch richtig Spaß gemacht. Allerdings fühlen sich dabei, und ich kann es auch vollkommen verstehen, Hersteller auch angegriffen, die hinter ihren Produkten stehen, die sich dabei was denken und, sage ich mal, wir mit unserer Meinung oder ich mit meiner Meinung das Ganze dann nachher kaputt mache. Deswegen haben wir das Ganze da sein lassen. Und manche Sachen haben auch ganz andere Anwendungszwecke, als wir die hier benötigen. Deswegen machen wir wirklich nur noch Werbung. Und das habt ihr, denke ich mal, schon mitbekommen von Produkten, wo wir auch hinterstehen. Sei es jetzt der Dryer, wo ich meine Hand für ins Feuer lege, der Dampfdrache definitiv auch komplett mit am Start oder die Poliermaschinen, die wir dann ausgiebig testen, Polituren, Polierpads. Und ihr seht es auch, das sind alles Sachen, die werden hier immer wieder in den Videos auch angewendet. Und deswegen wäre es jetzt echt kontraproduktiv, wenn wir dazu jetzt ein Video gemacht hätten. Das wäre nämlich nicht ganz passig gewesen und dann hättet ihr euch das vielleicht bestellt und zu Hause hättet ihr gedacht, na sag mal, würde er uns eigentlich komplett verkackeiern hier, das funktioniert gar nicht so. Es wird funktionieren, deswegen seid da ein bisschen geduldig. Allerdings habe ich mir trotzdem noch eine tolle neue Sache bestellt, wofür man auch Werbung machen kann. Safe Shield hat jetzt nämlich hier neue Wascheimer mit im Sortiment. Ihr kennt das Ganze, ist auch hier komplett Klarsicht. Natürlich haben die auch oben den spritzwassergeschützten Deckel oben drin mit Dichtung. Ne? Denkt immer dran, ich sag's nicht umsonst, Spritzwasser geschützt. Also ihr könnt zu Hause zwar euren Wascheimer vollfüllen, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn da literweise Wasser umkippt und der Schwung dann nachher umfällt, kann natürlich sein, dass dann doch Wasser an der Seite ausläuft. Aber es passiert nichts, wenn das Auto so ein bisschen wackelt und da ein bisschen Wasser oben gegen spritzt. Ja, ansonsten, Schmutzfalle ist schon integriert. Und da muss man schon sagen, ich habe schon mit Herrn Kohl gesprochen. Klar, ist eine einfache Schmutzfalle, reicht auch im Normalfall. Aber auch da muss man wieder sagen, ihr kennt das Spiel mit den Gridguard-Einsätzen. Da haben wir auch schon einige Tests zu gemacht. Die sind dann doch schon ein bisschen hochwertiger, kosten allerdings auch ein bisschen mehr. Und was ich den Herr Kohl auch gesagt habe, es wäre doch mal an der Zeit oder eine Idee, in seinem Shop einen Waschset reinzubringen. Und das hat er nämlich gleich online gestellt. Also sprich, ihr könnt dann euren PKW mit einem kompletten Set, also das gibt es jetzt im Angebot hier mit Eimer, Trockentuch, Shampoos mit dabei, Waschhandschuhe ist mit dabei. Also sprich, wenn ihr da Sorgen habt, euch das Richtige rauszusuchen, dann habt ihr da keine Sorgen mehr. Da gibt es, wie gesagt, noch einen Rabattcode. Da gibt es eine Aktion. 64 Euro kostet so schon mit Rabattcode. Bar 10 könnt ihr da trotzdem nochmal sparen. So, in diesem Sinne zu dem Thema Werbung haben wir uns, denke ich mal, ausgeklügelt. Ihr könnt eure Meinung gerne dazu in den Kommentaren hinterlassen.
und wir wollten hier noch den Scheibenkleber kleben. Haben wir noch Zeit? Komm, wir verkacken ihn gemeinsam. Was braucht man dazu? Komm mal ran hier. Und zwar Aufkleber, ne, einen Rakel. Dann fangt ihr an, euch das vorher einmal hier schon mal nochmal an die Trägerfolie festzurakeln. Dann brauchen wir eine Klinge, Staubbindetuch, ein Stück Klebeband und einen Zollstock. Davor brauchten wir hier auf jeden Fall erstmal noch Politur, haben die Frontscheibe poliert, weil die Sticker waren echt 100 Jahre alt hier drauf. Die habe ich dann mit einem Glasschaber runtergeholt, Klebereste mit Lösemittel entfernt. Allerdings die Umrandungen sind alle geblieben, die haben wir dann quasi einmal poliert. Glas polieren, einfach Medium-Pad und dann nehmt ihr euch eine Vitro-Polish zum Beispiel von Surfaces und dann könnt ihr darüber gehen, die Ränder wegpolieren, falls ihr Defekte polieren möchtet. Das ist ein ganz anderes Thema, haben wir schon mal ein Video zu gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Wie gesagt, jetzt wird das Ganze noch einmal vorab entfettet. Dann nehmen wir uns einmal hier zum Beispiel den Cleaner Neutra, die Greaser, was ihr da möchtet. Auf Glasscheiben empfehle ich euch auf jeden Fall nicht den Silikonentferner lang. Auf Lackoberflächen definitiv, aber auf Glasoberflächen neigt das wirklich dazu, dass ihr da nachher Schlierenbildung habt. Ja, hier sieht man schon, wo man vorab gewischt hat noch beim Polieren. Und dann wie gesagt, einmal die Glasoberfläche entfetten vorab. Da fühle ich mich doch viel sicherer im Video hier, wo man Anwendungen hat und nicht über irgendeine heißen Themen immer spricht. Wisst ihr, das ist absolut nicht meins hier, wo man sich für verteidigen muss oder was rechtfertigen muss oder irgendwie sowas. Wisst ihr, das immer blöd. Ganz blöd. So, nächster Schritt. Jetzt nehmen wir uns ein Stück Klebeband. Machen wir uns das hier einmal mittig rauf. So, als Fixierungspunkt. Und den Zollstock. Und jetzt müssen wir, vorher stand hier nämlich BMW-Syndikat drauf. Dann dachte ich, ist mal ein Fuchs, klebt man genau an dieselbe Stelle, weil der sah für mich vorher voll schief aus, aber der Bogen hier oben ist total schief. Jetzt habe ich festgestellt, hier steht Syndikat Asphaltfieber drauf. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir da oben nicht hier den Regensensor da verdecken. Dann müssen wir mal versuchen und mal ausmessen, wo wir da überhaupt mittig wären. Wie sieht es denn aus optisch für dich? Kleben wir so ruf, wa? Ne, komm, ein bisschen müssen wir ungefähr ein Maß nehmen. Wir haben jetzt hier eine gesunde 20 Außenkante von dem Sticker. 21. Ja, aber das ist auch gut so, weil da läuft nur so ein Strich aus und die Schrift ist halt dann mittig weiter. Weißt du, was ich meine? Da unten ist da nicht weiter nach rechts? Da unten ist da nur so ein Strich. Aber was nimmt dein Auge für dich wahr? Na, nur die Schrift. Und steht die gut? Von S bis R quasi. Na, dann jetzt aber hier schon 24 und da. Komm, und wir machen jetzt R? Hier keinen. Da bis R? Vorher hat der Sticker viel weiter. Ah, die Frau hat recht, guck mal, 24. Ja, siehst du. Ein Sturm, ich sag dir. Also machen wir es so. Oberkante, was willst du messen? Das ist immer meine. Schaut mal, der Bogen sieht nämlich hier total krumm aus. Und du musst ja irgendwie trotzdem noch auf eine Scheibe landen und wir müssen unter dem Sensor bleiben. Also was, da gibt es irgendwie keine Option so richtig, oder? Dann macht er euch. Fixiert den euch so gerade wie er war. Wenn du sagst, sieht optisch gut aus, ich würde sagen, du übergibst das einfach den Kunden. Und dann ja. Ja, haben wir da gar keinen Stress. Dann kommt da der und sagt, dann nehmen wir uns erstmal ein Staubbindetuch, gehen dann nochmal durch. Und die Klinge und den Rakel parat. Gibt da auf jeden Fall schönere Klingen, so eine Hakenklinge, die ich früher noch vom Lackieren gehabt, aber ich keine Ahnung, wo die Dinger sind. 100 Jahre alte Träger, oh ja, gucken, was nach 8 geht. Ja. Nein. Das ist überhaupt meine, guck mal. Der nimmt die Schrift nicht mal mit. Ja, kann sein, wenn der Sticker, der ist bestimmt nicht neu, dass der das ja nicht mehr mitmacht hier. Ja, dann sieht man halt mal, dass was nicht klappt, ne? Dann schneiden wir das aber nicht raus. Dann legt ihr euch das um. Oh, und dann gehen wir von hier aus raus und rakeln uns erstmal den Punkt hier fest, weil dann sind wir nämlich komplett safe, dass wir da den nicht mehr verschieben. Auf jeden Fall stellt er damit sicher, dass der nicht mehr quasi sich vom Winkel verändert. Genau, halt mal fest. Jetzt müssen alle Sticker mitgehen. Ansonsten haben wir verloren.
Alle noch dabei? Alter. Kunden kommen nicht nur auf die Idee. Ich mach's einfach nicht mehr. Warum biete ich sowas immer wieder an? Kannst du noch? Und ihr seht es im Video. Ach, guck mal, der kann ja auf Folien kleben. Weil du so euphorisch dabei bist immer und die Idee so feierst. Deswegen machst du immer mit. Und die machen es halt immer. Deswegen machen sie es ja auch bei dir. Weil das Machen ist halt, ja. Aber geil sieht's doch aus. Ich euch mal sage, dass wir mal Autos foliert haben, Junge, dann brauchen wir aber keiner jetzt noch kommen damit. Und wenn wir nicht alles verkackt haben, geht das Video jetzt 2 Stunden und sollte passen. So, jetzt auf jeden Fall nochmal wichtig, dass wir den nochmal anrackeln. Ich habe nämlich voll die schlechten Erfahrungen mit diesen Papierträgerfolien. Die sind zwar billiger. Aber die lassen sich echt. Genau, dann ziehen wir das so seitlich runter hier, dass wir auch gar nichts mitnehmen. Bis jetzt sehe ich noch keine Falte und das sieht mir für mich aber ganz genau Oberkante aus, wa? Sehr schön. Also wenn du da ein Mühe schief kommst, dann bist du aber weg. Oh, was sagt er? Schöner kriegen wir das nicht hin, wa? So, in diesem Sinne, schöner kriegen wir das Auto hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt gibt's ab für euch ein bisschen Musik, sehen wir uns gleich wieder. Ab geht's. BMW ist komplett fertig, mehrstufig poliert und es hat sich gelohnt. Jetzt ist die dankbare Farbe noch dankbarer und noch schöner, sagen wir es mal so. Richtig schön Tiefglanz rausgeholt mit dem MX-Cut und dem grünen Safe-Shield-Pad gecuttet. Wie schon im Rundgang gesagt, BMW ist momentan wirklich so ein Lack, den ich mit am liebsten poliere, weil der einfach genauso reagiert, wie er regieren soll. Kein Sticky Paint, eine Slash-Sicht-Defekt-Korrektur mit einem Cut schön durchfahren. Und im Anhang sind wir dann, wie gesagt, mit der Perfect Finish und dem Medium Safe Shield Pad durchgefahren. Motorhaube hat, wie gesagt, Coating bekommen, einmal Ultima, der Rest hat alles komplett SSW bekommen. Und die Frontscheibe haben wir noch einmal mit Vitro Ultima beschichtet. Wie gesagt, kann der Kunde sich ein bisschen durchtesten. Wenn es ihm komplett gefällt, kann er es natürlich am kompletten Fahrzeug dann machen. Aber denkt immer dran, mit der mehrstufigen Politur, schon oft drüber gesprochen, dass das natürlich begrenzt ist vom Thema Lackschichtdicke. Auch Lackschichtdicke beachten bei diesen unischwarzen Leisten. Habt ihr einen VW, habt ihr einen Skoda? Eigentlich bei fast allen Modellen sind das geträgte Kunststoffteile. Ihr könnt richtig Gas geben, könnt das Ganze vernünftig polieren. Aber gewisse Modelle, wie zum Beispiel der hier oder Audi hat es auch, die haben dann wirklich diese Teile lasiert. Das, ich weiß nicht, was da drunter ist, Blech oder Alu oder was auch immer. Die sind lasiert und da könnt ihr natürlich nicht so viel Vollgas geben, sonst poliert er da durch. So, in diesem Sinne war es das gewesen. Das Tool, das verschieben wir um 2 Videos oder so. Ich glaube, im nächsten Video kommt eine megamäßige Überraschung. Da kommt nämlich nächste Woche jemand hierher und will mir was riesengroßes, tolles zeigen, ob es wirklich so ist. Das werden wir gemeinsam herausfinden. Wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Produkte, Rabatt, kurz natürlich wie immer für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.